Sorge Nadja. Nadja kommt aus Kharkiv, wohnt in Bad Berneckitz mit ihrer ganzen Familie. Sie studiert Bandura und auch Gesang und Dirigat. Derzeit laufen die Unterrichtsstunden immer noch mit der Ukraine online, was im Moment nicht einfach ist. Wir kriegen es also direkt immer unmittelbar mit. Es gibt Stromausfälle, die Unterrichtsstunden müssen plötzlich verlegt werden und es kann dann dazu kommen, dass dann Nadja zur Probe nicht kommen kann, weil wieder Unterricht ist, alles sehr unmittelbar. Es ist nicht einfach, mit der Familie quasi in Deutschland zu verbringen. Es ist ein junges Mädchen, die ausgerissen wurde aus ihrem Umfeld, aus dem, was sie sonst so erlebt, mit Freunden zusammen, ist momentan nicht machbar. Wir sind aber sehr, sehr dankbar, dass sie uns mit ihrer wunderbaren Bandura begleitet und Teil von uns geworden ist. Dieses Instrument ist das Nationalinstrument der Ukraine. Sie wird uns extra nochmal spielen, das bekannteste Weihnachtslied aus der Ukraine.